Es hat sich ein bisschen was getan, liebe Zocker und YouTuber. Willkommen zurück zu Skulls and Bones. Und zwar, womit fangen wir am besten an? Erstens, ich habe wieder eine tonnenweise Quests abgegeben und ich glaube, so langsam führt mich das Spiel raus aus dem, sagen wir mal, Startgebiet um die Rote Insel. Da hinten wird geschossen. Ich habe zwei hübsche Brandbombarden gefunden, bzw. gebaut. Das sind diese komischen gelb-blauen Dinger da vorne. Das sind Bombarden, die Schiffe in Brand setzen können. Das passt mir natürlich ganz gut mit meinem Schiff hier. Ansonsten hat mir die Dame vom Ruder den Auftrag gegeben, ich soll doch mal eine irrsinnig lange Reise machen und mal mit der Niederlassung des Ruders bei den niederländischen Inseln Kontakt aufnehmen. Und ich habe hier was haben wir da? Einen Captain, den ich töten soll. Mal gucken, ob wir das machen. Und dann haben wir hier einen Hinweis auf ein... Nee, das ist eine legendäre Schatzkarte. Warte mal, irgendwo... Hier, da hatten wir einen Hinweis auf ein Geisterschiff. Wir werden auf jeden Fall diese Sachen mal abgrasen hier. Und dann werden wir weiter hier zu den niederländischen Inseln fahren. Wir werden also eine riesig lange Tour machen. Das Einzige, was noch nicht gerade läuft, ist der Hauptquest. Ich soll ein bisschen warten. Skurlock will sich wohl überlegen, was er mit der Kompanie macht. Und das können wir ja dann ganz gut machen, indem wir hier die Aufträge bzw. diese neuen Entdeckungen angehen. Was wäre denn da? Ein Spielerschiff? Was ist das? Jessica 2, ein Kutter. So, den lassen wir natürlich in Ruhe. Ich habe noch keinen einzigen Spieler hier PvP machen sehen. Hi, Captain. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Leute haben gerade im Moment genug zu tun. Alles wieder wie neu. Alles wieder wie neu. So, wo fahren wir zuerst hin? Ich würde sagen, erst zu dem Piraten, dann zu dem Geisterschiff, dann zu dieser geheimnisvollen Schatzkarte. Wer ist das? Was kann das sein? Seevolk, na den tun wir natürlich nichts. So. Lassen wir den in Ruhe? Ja, komm, wir lassen den in Ruhe. Die Bombarden sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die haben dieses komische Fadenkreuz. Die fliegen sehr ballistisch, da muss man teilweise richtig hochzielen. Aber wenn sie treffen, dann ist Feierabend mit dem Schiff. Naja, nicht Feierabend, aber meistens brennt es dann. Und dann ist auch relativ schnell vorbei, wenn ich da ein oder zwei Treffer mache. So, wir fahren jetzt in ein Gebiet, da waren wir noch nie. Halt mal kurz die Klappe. So. Was ist denn das hier? Ich kann meinen Affen benutzen. Was passiert denn? Keine Ahnung. Eines Tages will ich einen guten Tod sterben, Captain. Piu. So legendär wie mein Leben. So, in den Sturm, da fahren wir mal nicht rein. Was ist das da hinten? Warte mal, was ist das da? Ach, das ist nur eine Insel, okay. So, ich würde sagen, als allererstes gehen wir mal hier zu dem Piratenkapitän. Toll, ab in den Regen. Komm, fahren wir ein bisschen schneller hier. Ist nichts was. Bleib bei Kräften. Sehen wir irgendwas Besonderes? Nee. Und wir können ja mal durch die Ausläufer. Der Blutkanal. Oha, das sieht ja. Also das war. Hier habe ich mich eine ganze Weile, hab da ja mitgekriegt, rumgetummelt. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Ich habe so den Verdacht, das könnte jetzt ein bisschen haariger werden. Es gibt von fast jeder Waffe Brandwaffen, also auch von den Halbkanonen und von den Vollkanonen. Wollen wir mal gucken, ob wir hier was finden. Ja, wer sind die denn? Ach, guck mal, die sind ja nur Level 2. Dem können wir mal eine Mörser... Daneben, sehr gut. Oder wir rammen sie einfach. Geht auch. So. Brandsatz werfen. Nein, mach das weg. Brandsatz werfen.
Auf Wiedersehen. Genau. Wir leben ja noch, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Ist da noch einer? Komm, ich will mal die Balliste zeigen. Das Problem ist, der Seegang ist so fies. Irgendwas habe ich getroffen. Jawohl! So, und dann brennt er nämlich auch schon. Was für eine Welle ist das denn bitte? Whoa. Ich fahre irgendwie rückwärts. Ja, brennt mal ruhig. Hier wird keine Verstärkung an hier vorne. Okay, der Seegang ist relativ uncool, was Seeschlachten betrifft. Komm mal über die Welle, danke. Ich glaube, da müssen wir nichts ändern. So. Das ist unser Zuhause, zum Archiv hinzugefügt. So, wir fahren weiter in diese Richtung. Wir haben genug davon, nehmen wir mit. Das Schiff ist wieder einsatzbereit. So, da hinten müsste irgendwo... Ah, ich sehe ihn schon. Nee, ich helfe euch jetzt nicht. Ich habe genug zu tun hier. Port, was? Nein. Wobei, für Pläne können wir da durchaus mal anlanden, oder? Ja. Ist die Frage, wo landen wir da an? Das sieht aus, als wäre das von der anderen Seite aus. Ich glaube, wir müssen drum rumfahren. Sehen wir schon den Piraten? Nee. Noch ist er nicht zu sehen. Aber ich will mal kurz hier vorbeifahren, um schon mal um zu gucken, ob es hier vielleicht irgendwas gibt für mich. Ja, andere Seite natürlich. Fahren wir mal am Schiffswrack vorbei. Ja, das könnte er sein, oder? Ja, das ist er. Was sagt die Munition? Ist gut. Werft die Segel! Aufbrechen. Arbeit. So, was haben wir da? Super. Naja, immerhin 400 Silber. Und Bomben für Bombarden nehmen wir auch, auf jeden Fall. Reparaturset nehmen wir auch. So, was haben wir jetzt an Bombardenmunition? 185, das müsste eine Weile reichen. Was ist denn Beute verwalten? So. Kann man denn hier anlegen? Freunde? Wer ist das? Kapitän, was glaubst du, was das ist? Das ist ein Scharfschütze, was immer ein Scharfschütze ist. So, die schnappen wir mir gleich hier, da hinten. Rotschirmhenker. Ah, wir müssen noch drum rum. Okay. So, das sieht mir recht groß aus hier. Ich kaufen und verhandeln. Was habt ihr denn da? Hör doch mal auf zu singen hier. Ich bin am Mörserbomben, Bolzen, Seefeuer, Torpedos, Kanonenkugeln, Bombarden. Oh ja. So, ich würde mal sagen... Das dürfte erstmal eine Weile reichen. Was ist das? Granat, können wir verkaufen. So, jetzt schnappen wir uns den Piraten. Mal sehen, ob das über meiner Kragenweite ist oder ob wir das hinbekommen. Der kriegt... Zum Glück ist der groß genug. Der kriegt erstmal ein paar Dinger mit der Bombarde verpasst. Und dann schauen wir weiter. Na? Ein Kriegsschiff der Kompanie. Captain Galvin Roche, genau, das ist er. Da drüben! Ich will verflucht sein, was ist das? Kriegsschiff der Kompanie in Sicht! Wir liefen dem Tod direkt in die Arme!
Ach Mensch, blöder Wal, was machst du denn hier? Ich würde sagen, hab getroffen. Jawohl! Ja, er ist ja ganz schön am Rocken. So, au, 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 au. Okay, ich habe den Verdacht. Nein, nein, ich habe den ganz blind Verdacht. Okay, der ist... Der ist jenseits meiner Kragenweite. Komm, wir verdünnisieren uns. War lustige Wesen. War extrem lustig. Nein, nein, nein. Oh Gott. Okay, lustig. War lustige Wesen. Wir fahren weiter zu dem... Sind wir losgeworden? Nee, natürlich nicht. Warum ist er so schnell... Also ihr seht ja, ich kratze überhaupt nicht an dem dran. Okay, da sind wir noch nicht fit für. Hilfe! Was ist das da gleich das nächste? Super. Ja. So. Ulala, ja. So. Also Herr Roche, hier die Fangzähne der Fahrertante war noch recht harmlos. Herr Roche ist nicht mehr so harmlos. Vor allem nach dem, was der mir angetan hat. Was ist das? Keine Ahnung. Hat er mir aber auch die Hucke versaut. So, da hinten soll ja irgendwo... Aber wobei, da stand bei Nacht fährt das Schiff da rum. Also das Geisterschiff. Und es ist ja definitiv nicht Nacht. Sag ich mal. Gerüchte unter den Einwohnern von einem Geisterschiff, das durch die Nacht segelt und zwar völlig geräuschlos. Ein Außenposten, dort! Ob ich da wohl. Ob ich da wohl jetzt warten muss? Ja. Okay, wir legen da mal an. Vielleicht haben die ja Hinweise auf dieses Schiff. Okay, ich glaube, es wird gerade Nacht. Nee, es wird nicht Nacht. So, von Bord gehen. Also dieser Captain, der war mir ein bisschen zu... Die Dubliette Außenposten entdeckt. Okay. Erstmal nehmen wir hier das Wasser mit. Lager brauchen wir nicht. Wer ist denn er? Oder sie oder es? Mysteriöse Abtrünnige. Ahoi! Das bei Nacht auftaucht und mit normalen Mitteln nicht versenkt werden kann. Dennoch muss das Schiff eine Schwachstelle haben. Untersuche das mysteriöse Schiff. Ja, untersuchen ist so eine Sache. Ist die Frage, ob es mir den Hintern aufreißt. So, was haben wir hier im Angebot? Geheimnisvolle Truhe. Nebelhafte Asche. Ah, das Wasser nehmen wir mal mit. Auch noch irgendwas... Kanonenkugeln. Ja, ich glaube, die haben wir genug. Und Bombardenmunition haben wir auch. Scheißen und Grog pissen. Was? So, okay. Wo soll denn dieses Schiff sein? Dieses Segel zum Ort mysteriöse Sichtung gerichtet, taucht das Schiff nur nachts auf. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt gerade haben. Wobei, ich glaube, die Sonne geht unter, ne? Kann man hier irgendwie warten oder so? Ne, ist ja ein Multiplayer-Spiel, kann man natürlich nicht warten. Du hast noch einen weiten Weg vor dir, Captain. Ja, aber ich will dieses Schiff da, dieses das Geisterschiff, Segel setzen. Ich und mein Affe. Was ist denn das hier? Segel ausbreiten, pack den Wind! Nee, mit dem Ding da hinten legen wir uns nie an. Ist mir überhaupt nichts. So, da soll es irgendwo sein, aber nur bei Nacht. Ich glaube aber, die Sonne geht gerade unter. Ich weiß nur nicht, wie lange das dauert. Wir könnten ja so lange
die Sonne wieder untergegangen ist. Kann das sein? Französischer Händler! Volk in Sicht! So, komm her, mein Hübscher. Ach was, pfeift der Hund drauf. Wir entern lieber ein paar. Hier, den da zum Beispiel. So, solange nicht Nacht ist, ich glaube, es wird aber bald Nacht. Wenn das keine Schwachstelle hat, was meine ich damit? Ich soll es ja nur untersuchen, stand da, ne? Ah, das ist einer von der Kompanie. Leicht verdientes Geld. Da ist noch mehr Kompanie, guck mal. Oh, nee, das ist irgendwas anderes. Die meinen... zu wem gehören die denn? Kapitän Iona, ein Kriegsschiff der Holländer! Was kann das sein? Und mit wem legen die sich an? Mit Abtrünnigen. Warte mal, dann kümmern wir uns um die Reste. Daneben. Sie sind da! Bereit zum Feuer, Captain! Daneben. Ah ne, das war ein Treffer. War auch ein Treffer. Feuer! Das nicht. Ja. So. Ich schieße aber auch immer daneben. So. Das ist ein verdammt großes Schiff, das Ding von den Holländern, ne? Wenn ich das so angucke. Was kommt denn da? Keine Ahnung. Was kommt da? Ein Totenkopf. Noch ein Totenkopf. Okay, ich verdünnisiere mich. Das war nicht lustig. Ich wunderte mich schon, warum ich denen nichts getan habe. Komm her, du Holländer. Ist mir egal. Ich mach dich jetzt platt. Ja, man merkt auch, die machen viel weniger Schaden. Genau, gibt's ihn. Jetzt geht es bald abwärts. Oh ja. Wir stehen unter Beschuss. Ups. Was gab's denn? So, jetzt gibt's problematischerweise von denen wahrscheinlich auch die Lust. Entschuldigung. Ich versuche mal nur einen zu aggroen. Den Abtrünnigen lasse ich mal. Es hat nicht so gut geklappt. Hier geblieben. Jetzt. Da daneben. Ja, sehr schön. Meins. So, der letzte. Nee, nicht auf mich. Nimm den anderen. Nimm den anderen. Alle bereit! Andererseits pfeifst du eigentlich auch aus dem letzten Loch. Insofern. Einfach beide gleichzeitig niedermachen. Und? Daneben. Nix da. So, brennen die? Ja, ein paar brennen. So, nochmal
2 und jetzt muss ich nur noch alleine mit denen fertig werden. So. Au, au. Okay, die sind böse, böse. Das ist ein echter Schatz im Laderaum, Kapteni. Du musst diesen Kampf gewinnen oder wir verlieren alles. Sehr gut. Au. Okay, wir verdünnisieren uns mal kurz. Bitte. Der Imperator ruft um Hilfe. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja. Okay, wir können ja mal dem Imperator helfen. Oh, oh. Ah, nein, 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 nein! Schlag dir den Bauch. Oh Gott! Fahr! Fahr! Ist er abgedreht? Gott sei Dank, er ist abgedreht. So, wo ist der Imperator? Da. Ey, five out of the last Loch. So, da ist der. Ist das der Imperator? Nee, das ist nicht der Imperator. Noch 20 Sekunden. Das kriegt ihr nie im Leben hin. Es ist übrigens immer noch nicht Nacht. Ich muss mal ganz kurz auf Distanz bleiben. Nein, jetzt nicht. So, wo ist denn, ich glaube, den Captain Imperator hat es schon zerrissen. Der Wind steht uns im Rücken. Uiuiui. So. Was ist das schon wieder da hinten? Für ein Schiff. Segel einholen! Achso, die wollen irgendwas. Ja, ich warte ja eigentlich nur darauf, dass Nacht ist, Freunde. Volle Segel! So, was ist das da hinten? Also ihr merkt, ne? Hier vor der Küste von Afrika komme ich ganz gut klar. Hier ehrlich gesagt kaum noch. Ich guck mal ganz kurz, was die von mir wollen hier. Ja, s'il vous plaît, selber. So, was hat er denn? Beschütze, während es repariert wird, erhalte eine Belohnung. Okay, machen wir mal. Wer greift's denn an? Hört auf zu singen. Oh shit. Ida, ne? Jo. Ja, die sind schon eher meine Kragenweite. Ihr Schiff geht bald runter. Bereit für den Kampf. Kommt durch die Fläche von uns. So. Ach, Feuer ist schon was Schönes. So. Ach ja, die Mörser sind schon hübsch. Wie lange habe ich die Lamino abgenommen? Wie lange brauchst du, bis du repariert bist, mein Freund? Ich gucke mich hier ganz wirr um. Auftrag fehlgeschlagen im Blutrausch. Ach, das war der, der da hinten. Der hatte, der war ein Zeitlimit. Oh, der kommt den nächsten. Komm. Jawohl, da haben sie beide Feuer gefangen. Sehr schön. Nicht mehr lange und sie sind Fischfutter.
Und der zweite gleich hinterher. Jawohl. Also wenn irgendwas einem die eigene Kragenweite hat, dann ist das schon recht lustig. Na, kommt noch einer oder schaffst es? Was ist das da hinten? Die bekriegen sich, glaube ich. Ja, er hier. Auftrag abgeschlossen. Geil, keine Ursache. Da kommen aber noch welche. So, warum sind die auf einmal so stabil? Na, jetzt nicht mehr. So. Ich würde sagen, ich habe fertig. So, was haben wir da noch? Oh, eine Schatzkiste. Die, für die ich jetzt gar keinen Platz mehr habe. Während hier umgeballert wird, gucke ich mal ganz kurz, was wir hier so haben. Eine Kiste mit Silber. Haben wir noch irgendwas? Irgendeine andere Kiste? Nö. Ich muss mal die ganzen Schatzkarten abarbeiten, mal ganz ehrlich. So, da mische ich mich jetzt nicht mehr ein. Da wissen wir ja mittlerweile, dass es unangenehm ist. Ich fahre jetzt da hinten hin und hoffe, es wird bald Abend. Hoppala. Port Le Mine. So, theoretisch sind wir jetzt mitten im Gebiet. Aber wie gesagt, wir haben ja leider noch nicht Nacht. Jetzt ist die Frage, wie lange dauert das, bis das Nacht wird, ne? Ja, das sind alles große Pötte. Mit denen lege ich mich mal nicht an. Die Sonne scheint sich aber nicht zu bewegen. Ich frage mich, ob es überhaupt... Ich glaube, so eine Sonnenbewegung gibt es in dem Spiel gar nicht. Ich meine, die andere Alternative ist, wir fahren dann einfach mal hier rauf. Und was haben wir hier schon wieder? Da haben wir schon wieder den Blutrausch aktiv, aber... Mit dem kann ich mich alleine nicht anlegen. Ich würde sagen, ich warte hier bis Nacht ist und melde mich dann wieder und hoffe dann... Genau, und hoffe, dass wir dann mit heiler Haut davonkommen bei dem Geisterschiff. Ich sage danke fürs Zusehen, euer Mr. Fleck. Tschüssi.